Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part hier auf meinem Kanal, beziehungsweise nicht nächsten Part, sondern nächsten Projekt hier auf meinem Kanal. Ein kleines Projekt, ein Demo-Game sogar wohl bemerkt, und zwar das gute Stück heißt Utopia Syndrome, ist vor einigen Monaten released auf Steam, die Demo, und ich habe gemerkt, dass auf YouTube noch nicht wirklich so viel Auswahl an deutschsprachigen Videos zu diesem, ich sag mal, Schmuckstück an Videospiel vorhanden ist, und aus dem Grund habe ich gedacht, schlüpfe ich doch mal in diese kleine Nische rein und versuche, dort meinen Platz zu finden. Es ist so eine Art Point-and-Click-Adventure mit Horror-Elementen, mit Science-Fiction-Elementen, und auch grafisch sieht es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll aus, finde ich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Ich glaube, wir gucken uns kurz die Optionen an. Sprache, Musik, alles Mögliche. Das Game ist natürlich nur auf Englisch, ist die Demo, klar. Und ich weiß auch nicht, wie lang es geht. Ich habe nur ein paar kurze Videoausschnitte auf YouTube gesehen. Gucken wir uns das mal an. Let's go! Ich bin gespannt. What makes us human? What makes us alive? Is it our ability to see, hear, touch? Is it our ability to think? Or is it our ability to perceive this world through the prism of our feelings and emotions? The kind of pain that brings physical suffering. It's the incurable pain of a life lived and the decisions that can no longer be changed. Who can help us get rid of it, and how can they do that? So, what makes us human? It's our ability to feel compassion for another living being. It's the ability to be selfless and feel the pain of another person. I wish I had realized this earlier, Anhel. Now you're here, you're close, and I know. Now everything is going to work out. You'll make everything right this time. Wake up, my angel. Wake up. Prolog. Ja, es sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin extrem gehypt, Leute. Nice. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Schmerzen, diese Schmerzen. Mein Herz. Ja, ich übersetze das jetzt nicht alles. Okay, er fühlt sich, als wäre er gestorben. Linke Maustaste, um zu bewegen und zu interagieren, und rechte Maustaste, um das habe ich nicht mehr, um zu laufen. Ah, um die Kamera zu drehen. Okay, rechte Maustaste, um sich im Raum... Oh, nice, Leute, nice. Guckt euch das an. Richtig geil. Und mit linker Maustaste kann ich laufen. Who are you? Where am I? I can't breathe. Help me! Okay, wenigstens waren sie so freundlich und haben die Tür zugemacht. No, wait. Don't go. Don't leave me here. Come back.
Scheiße, okay. Anscheinend weiß unser Protagonist noch nicht einmal, also es kommt mir so vor, Water. Als wüsste er noch nicht mal, wo Space Show Interactions, okay. Er wüsste nicht mal, was er hier macht. Wir sind halb am Verdursten. Lasst uns mal was trinken, hier, trinken. Oh, nothing but black sludge. Ugh, the stink. I don't care if it tastes like rust. I'll drink it. Nicht mal mehr Wasser. No running water. I drink it. Clear my head. Okay, wir müssen irgendwas trinken. Anscheinend funktioniert gar nichts mehr. Ich meine, oh, guckt euch diese Bruchbude an. Scheiße. Wir brauchen als allererstes irgendwas zu trinken. Irgendwas zu trinken. Wo finden wir was? Haben wir. Ah, guck mal hier, haben wir eine Flasche Wasser. Let's go. Looks pretty dirty. Is there some water at the bottom? Scheiße, er weiß nicht mal, ob Wasser in der Flasche ist. Wahrscheinlich hat er schon zwei, drei Mal reingepinkelt. Okay. Oh, so lecker kann das nicht gewesen sein. That's bad. That's really, really bad. Na, ob das wirklich Wasser war. Ist kontaminiert. Okay. Hoffen wir nicht, dass das Wasser kontaminiert war. Was müssen wir machen? Ah, okay. Mit Space kann man so leichte Hinweise bekommen, was wir als nächstes machen sollen, so wie ich das verstanden habe. Legen wir uns mal ein kleines Mädchen hin. Use medical packets. The mattress is covered in brown stains, like dried blood. Hope it's not mine. How long was I out? What's this? Label's hard to make out. Analgesic. Please consult your physician. Just what I need. Okay, ein paar Pillen für die Psyche mal. Okay. Calm down. Breathe. Wer weiß, wie lange wir schon in dieser Zelle hier hocken. Was haben die mit unserem Gesicht gemacht? This stuff's pretty good. What is this place? How did I get here? Angel. The voice in my head. She called me Angel. Is that my name? Can't be. This is a nightmare. Tell me. Think. Remember. I can breathe. I feel pain. I'm alive. This is really happening, isn't it? That voice, her voice, was so familiar. It's the only thing I'm sure of right now. Okay, es tut mir leid, wenn ich jetzt momentan noch nicht so viel reden kann. Ich möchte ihn aber auch nicht, den guten Angel, möchte ich jetzt auch nicht unterbrechen beim Reden. So wie es scheint, er hat halt echt keine Ahnung, wie er hergekommen ist. Für ihn kommt es natürlich vor wie ein Albtraum, aber es ist auf jeden Fall real. Na, die Pillen haben uns jetzt ein bisschen weitergeholfen. Jetzt gucken wir mal, guck mal, ob wir hier rauskommen können. What? Bars? This is a prison cell. I'm a prisoner? No. No! This can't be happening! How did I get here? Hey, you there! Can you hear me? Why the hell are you keeping me here? Why am I here? Let me out! Oh, das Voice Acting ist richtig gut. Damn it! I can't remember anything at all. Not even my name. Come on, think! The way out is blocked, but I have to escape to freedom. But was I ever free anyway? Okay, also wir müssen entkommen.
Guck mal, was haben wir denn hier? Also nochmal, das sind die Gefängnisgitter. Eingesperrt sind wir. Wir müssen entkommen. Das ist unser Ziel. Bevor hier drin noch irgendwas Schlimmeres passiert. Was können wir machen? Space drücke. Guck mal hier. Rucksack. Well used, but sturdy enough. The straps are a little frayed and stained with oil. It looks like everything else in this damn room, dirty and gray, blending into the dust. Who did it belong to? How long's it been lying here? Na, schauen wir mal nach. Some possessions at the bottom, neatly arranged. Maybe someone was looking to leave this curse itself forever. A lot of stuff in this cell. Need to look around. Maybe I can find, I don't know, clues? Remember something at least. Rechte Maustaste, Explorer Inventory Items. Also mit rechter Maustaste. Now you can switch between top-down and third-person camera. Und wie kann ich wechseln? Oh, okay. Boah, das finde ich auch gut. Ey, das Game ist ja richtig geil. Das gefällt mir. Also die grafische Aufmachung gefällt mir richtig, richtig gut. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken, ob wir ein paar Sachen finden. Was haben wir hier überhaupt im Inventar? Das schauen wir uns jetzt als erstes mal an. Kann ich mir das Foto auch angucken? Einen Moment, Leute, ich lese mir das jetzt gerade schnell durch. Okay, also so wie es aussieht, beschreibt das eigentlich nur den Zustand des Fotos und was drauf zu sehen ist. Einfach ein Mädchen mit einem Wintermantel, also einem Herbstmantel und langen braunen Haaren. Aber wirklich, wer das ist, das wissen wir nicht. Was haben wir hier noch Gutes? Medikamente. Ja, okay, kleine Ampullen sind das einfach. Someone to impulse open and half careful. Okay, ich muss die vorsichtig benutzen. Passcard. Okay. Metallfragment. Da steht noch irgendwas drauf. 200 OF. Was ist das? Ein mechanischer Schlüssel und ja, halt einfach Schmerzstopper. Also Schmerzmedikamente eigentlich. Gut, bevor das sich alles hier noch in die Länge zieht, will ich mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Können wir die Wasserflasche mitnehmen, auch wenn das nicht gerade das Beste vom Besten ist? The eyes are actually kind of creepy in the slow light. How long has it been here, waiting to be pushed? There's a sweet little inscription by the horse's mane. For my dear Christopher. Where's your little master now, buddy? Na, das kann nicht die Wasserflasche. So, müssen wir noch... Was haben wir jetzt hier noch? Einen alten Fernseher? It looks like a TV. Not sure what all these switches and buttons are for. The screen's pretty banged up. But the unit's still operational, sort of. Maybe it's receiving broadcasts. No, nothing. This place doesn't exactly look like a prison cell. More like a storeroom. All these things, who do they belong to? Okay. Mal hier, was wir hier noch finden. Oh, jetzt können wir das ganze Bett noch durchsuchen. It could be useful, even if it is empty. Okay. Dass er die aber auch noch nicht vorher benutzt hat und mit Wasser gefüllt hat. Oder vielleicht ist auch was drin, ne? Hier haben wir noch ein bisschen Essen. A screwdriver is bound to come in handy. Oder? Ah nee, das ist ein dickes Schraubenzieher. Ich wollte das hier oben haben. Mal gucken hier. More evidence there were people in this cell before me. Okay, schauen wir mal kurz. Okay, anscheinend geht's darum, dass hier David, Sophia, Christopher und Mia nicht die ganze Zeit den Dreck hier abladen sollen.
Es wird auch noch ein Sergeant Bradford erwähnt, der anscheinend für Geld irgendwas mit Menschen angestellt hat. Das ist so die grobe Zusammenfassung, was jetzt hier drin steht. Das war die Notiz, die nehmen wir nicht mit. Das war auch erstmal alles. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir noch eine Truhe, wo wir aufmachen können. There's a sheet of paper here. Very neat handwriting. The page is clean, the ink is bold. It seems unnatural, too pure for this place. I kind of don't want to touch it. Okay, so wie es aussieht, gibt es ja auch noch andere, wo eingesperrt waren. These words are so familiar. Aber wirklich gut ist es den ganzen Leuten jetzt nicht gegangen. Guck mal, was haben wir jetzt hier? Ein faint humming sound and a thick bundle of wire sticking out from the side. Looks like their live ends connect directly to the bars. Something's missing here. Better not touch the panel until I'm 100% sure it's safe. Haben wir was, was wir hier rein tun können? Okay, uns fehlt noch irgendwas. Wir sehen auch, dass das Gitter unter Strom anscheinend steht. Das heißt, wir können nicht wirklich. Old toys, rags and other detritus have become a formless pile. Wir können nicht wirklich das Ganze anfassen. Wir brauchen irgendwas. Gucken wir uns mal um. Hier haben wir noch einen Tisch. All these things belong in the dump. Wir brauchen noch irgendeinen Gegenstand. Was haben wir denn noch? Oh, ja, gerade ein bisschen was. Das haben wir schon. Guck mal, was haben wir hier oben? Ventilator. I can see an opening behind the steam grate. Maybe wide enough for a hand at best. That noise. Is there another room behind this wall? Another prison cell? Hey! Anybody there? Hallo? Oh, da ist einer. Also sind wir nicht alleine. I think there's someone behind the wall. Maybe I'm not alone. Hey, can you hear me? I'm here. Okay, okay, okay. Wir sind nicht alleine. Nur, naja, das ist zumindest, was wir gehört haben. Kann ich das jetzt irgendwie... Guck mal hier, mit dem Schraubenzieher. Not smart to stick this into a bunch of exposed electrical wires. Bringt auch nichts, ne? Not smart to stick this into a bunch of exposed electrical wires. Ja, nicht schlau, das Ganze zu machen. Okay, was haben wir denn noch? Spielzeuge. Ja, gut. Colored cubes, pyramids in similar shapes. I guess they're from a building block set for kids. Once inspiring joy and limitless imagination. Now just gathering dust on a grimy floor. Wir müssen es irgendwie hier rausschaffen. Hier haben wir noch einen Metallspind da hinten. Okay, den können wir auch nochmal durchsuchen. Was haben wir jetzt hier? Radio Equipment. Looks like military grade. Old but well maintained. Such a strange mix of possessions here. Was haben wir hier? Made from improvised materials, perhaps? The more I find here, the more I have to know. Whose stuff is this? Was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Metallbox. I got a page torn out of an old glossy magazine here. Black and white military photos overleaf. There's a burned out tank by the side of a road. Its gun raised to the sky. Broken home sitting behind it. There are the charred bones of a dead forest. The trees warped and splintered by concussive force. Ja, okay, das lese ich jetzt echt nicht alles durch. The word conjures images of death and destruction. A blackened city, nameless, in ruin. Such suffering and loss. These pictures inspire a dread
I can't quite place. I feel it all. Das war's, okay. Wir müssen irgendwie hier raus noch. Was haben wir noch? Guck mal, was ist denn da unten noch? Guck mal hierher. Wir können ja die Position wechseln der Kamera. Was ja auch noch. Was ist das? Sehen wir dadurch irgendwas mehr? Ich glaube hier drin noch nicht. Ah, wir können ja noch drehen. Nothing but a bunch of dead tools. The only thing I'd get out of these is tetanus. No good in a tool you can't trust not to snap off in your hand. Scheiße. Das haben wir alles schon gesehen. Was ist, wenn ich jetzt auf die Bars klicke? Sparks? Bars are electrified too? Why would anyone do that? Better keep my distance. Don't know if it's volts or amps. Ja, wir sollen Abstand halten, ich weiß, weil die unter Strom stehen, aber was sollen wir denn bitte machen? Wir müssen... Ey, wenn ich jetzt der Typ wäre... Warte mal. Okay, vielleicht können wir die Wasserflasche... Nee, geht ja nicht. No good. I need to restore the water supply. Okay, wir müssen... Geht das? No good. I need to restore the water supply. Wir müssen das irgendwie reparieren hier, dass wir mal Wasser bekommen. Haben wir nichts? Was haben wir denn hier? Das bringt uns nichts, oder? Das ist ja eigentlich nur ein mechanischer Schlüssel. No good. Nee. I need to restore the water supply. Was können wir denn noch machen? Table, das haben wir alles schon gesehen. Das auch. Electric Panel, da waren wir schon. Sag mal her, ich probiere das jetzt alles mal aus hier. Not smart to stick this into a bunch of exposed electrical wires. Nein, das will der nicht. Okay. Dann kann ich noch hier rüber drehen? Geht auch nicht. Ne? Okay, oben ist noch eine Zeichnung. Schauen wir mal. Oh, das sieht natürlich gar nicht gut aus. A tall silhouette with blood-red eyes and razor-sharp teeth preying on a sleeping child. Awful. I honestly couldn't say if a child or an adult drew this. I'd like to think it's just the product of an overactive imagination. Was kann ich denn noch machen? Ich gucke jetzt nochmal den Abfall hier durch. Old toys, rags, oder den ganzen Trash. And detritus have become a formless pile. Table. Haben wir alles gesehen? Oder? Guck mal hier. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen da hinten. Ah, nee. Guck mal hier, haben wir... Oh, Leute. Ach, ich bin auch ein Depp. There's a flashlight in this box. Now we're talking. And it doesn't work. What a surprise. There's batteries, but the bulb is burned out. Alright, okay. Wir haben eine Taschenlampe noch gekriegt und ist einfach eine leichte Militärtaschenlampe und wasserdicht, besonders leicht, kann man an der Hose mit einer Clip-Befestigung mit einer Hand halten. Aber ich dachte, wir hätten jetzt Werkzeug da drin gefunden. Das sah doch aus wie Werkzeug. Hey Leute, Mann, ich schwöre, ich ersticke ja gleich hier drin. Irgendwas muss ich doch noch machen können. Okay. Control Panel. The indicators are on, but the system isn't working. It seems that it won't work until the water starts coming into it. Was? The indicators are on, but the system isn't working. Funktioniert nicht. It won't work until the water starts coming into it. Schraubenzieher. I could break it this way. There must be a way to turn the water on. I could break it this way. Nein. There must be a way to turn the water on.
No good. I need to restore the water supply. I could break it this way. There must be a way to turn the water on. Ah, hier. Okay, okay. The indicators are on, but the system isn't working. It seems that it won't work until the water starts coming into it. Pretty sophisticated. Looks like a water treatment system. It's missing two filters. I think the system blocks the water supply if they're not in place. Come on, look around. The filters have got to be somewhere in the cell. At least I hope they are. Alright, also wir müssen noch die, verstehe ich das jetzt richtig? Müssen wir jetzt die Filter finden? Also, wir müssen... eindeutig die Wasserfilter finden. It should fit the system next to the sink. I hope so anyway. Sauber, einen haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Das reicht uns aber noch nicht. Wir brauchen noch einen weiteren. Aber wir können jetzt schon mal den hier wenigstens da reinknallen. Nice. One filter still missing. The mirror is a little cloudy. Hard to see with the streaks of dried soap solution and lime scale. Oh, and that huge spiderweb crack. Is that dried blood at the center? Seems like it could fall out of the frame and shatter to pieces. Oh God! No! No! My face! It can't be me! Who did this to me? Why? The bandages? Are they under my skin? What have they done? No! Stop looking at me! Can you hear me? Stop looking! Okay. Also... das sieht schon heftig aus, was der im Gesicht hier hat, aber... das soll uns jetzt nicht aufhalten, wir brauchen unbedingt jetzt noch den zweiten Wassertank. Boxes, rags. Ja, mehr ist da nicht. And a whole lot of dust. Oh, oder doch? What's this? There's a piece of folded paper in one of the boxes. Okay, wir haben Papier gefunden. Können wir jetzt die Sachen nochmal neu durchsuchen und andere Dinge dort finden? Ja, das ist nur die Notiz hier. That's it eigentlich. Wir brauchen halt unbedingt noch. Mia, these words are so familiar. Wir brauchen halt unbedingt noch die zweite, den zweiten Wassertank. Liegt der hier irgendwo? Zeig doch mal her, der muss doch hier noch irgendwo sein. Ich weiß halt wirklich nicht, wo das Ding noch sein könnte. Ja. War. Das haben wir schon gehört. The word conjures images of death and destruction. Blackened city, nameless, in ruin. Such suffering and loss. These pictures inspire a dread I can't quite place. Feel it all. Was haben wir hier noch? Metall? Ah, das haben wir schon gesehen. Warte mal, wenn wir die Perspektive vielleicht doch ändern, können wir ja vielleicht andere Sachen sehen. Kann ich jetzt auch die Kameraperspektive so ändern? Nee, das geht nicht. Oder sehen wir
Nee, das sehen wir auch nicht. Ich dachte, wir sehen vielleicht andere Gegenstände, wenn wir die Perspektive ändern. Aber dem ist echt nicht so. The other filter. Oh, der zweite lag da unten. Try to start the water treatment system now. Yes, okay, jetzt haben wir alle beiden Wasserfilter. Ich werde auf jeden Fall hier ein bisschen schneiden müssen, sonst dauert das Video wahrscheinlich über eine Stunde. Aber nice, wir haben alles beisammen. Right now. All filters are in place. Now I can try to start the system. Okay. Top. Super. Hope it's enough. I don't know when I'll get another chance to fill up. What if I can't get out of this hellhole? Is all this for nothing? Jetzt können wir mal gucken, ob wir was ist das? There's something underneath. Genau, als ob da jetzt einfach so eine riesige Tresortür im Boden drin ist. Trapdoor? Has the path to salvation been under my feet this whole time? It doesn't make any sense. Why would someone install a trapdoor in a prison cell? There's something very off about this place. Even so, downwards may be my only way out. Okay, ist klar, was wir brauchen, ne? Jetzt können wir hier das Ding benutzen. It's a steel vault door. You can't just bust through it. Was? Was hat er gesagt? Steel vault door. You can't just bust through it. Nothing came out of it. Ja, aber this won't work for sure. Ah, ich, ja, easy. Okay. Oh, ja. What was that? I could swear there was someone there. I've got to get out of this damn cell right now. There must be a way to open this trapdoor. Komm, ich muss die aufkriegen, die Tür. There's a cylindrical cavity with a triangular depression. Some kind of socket, maybe? Is there a key? Ja, wir haben den Schlüssel im Inventar. So, hier, zack. Wollte ich eigentlich von Anfang an schon machen. Should have known that was too easy. It fits, but it's being blocked somehow. Yo, jetzt nicht dein Ernst, oder? Mach doch auf das Ding. The cover won't budge. I need to pick it with something. Gut. Jo, übertreib's. Okay, was haben wir jetzt hier? Irgendein Mechanismus? Was heißt das jetzt? Hä? Was sollen wir denn hier machen? Der dreht sich einfach wieder zurück. Ah, man kann die Stecker ziehen. Jetzt check ich's. Oder? Nee. Aha, okay, okay, ich versteh's. Yes! Oh, Leute, wir sind draußen. Nice. Did it work? I think it worked.
Jo, fühl dich frei zu entkommen. Anscheinend mussten wir die Tür gar nicht aufkriegen. It's too dark. I can barely see what's down there. Wait a minute. There's a ladder. I need more light. I'll try to look around the cell again. All I need is a light, something I can take down with me. Alles klar, Bruder. Wir haben ja eine Lampe am Start. Wie kann ich die denn ausrüsten? Verdammt, ich habe nicht zugehört. Kann ich nicht? No. Habe ich irgendwelche? Da. Flashlight. Speedpause. I don't think this is the solution. Hä, aber I feel like I'm on the right track, just a little more clarity of thought. Ich hab doch eine Lampe hier. Was ist denn los? Ich hab doch eine Lampe. The paper's small, but someone managed to leave a short note on it. Als ob wir da Rechtsklick-Ketten drauf machen müssen. I don't know who you are, David, but I owe you one. Could come in handy. Oh, die Birne für die... Entschuldigung, wenn es übersteuert. Die Birne für die Lampe. Oh, oh nein, ich habe sicher jetzt eine Viertelstunde gesucht. And there was light. Okay, Leute, wir haben's. Jetzt können wir nach unten gehen, endlich raus aus der Zelle. Für euch sind es vielleicht nur 20 Minuten, vielleicht für mich waren es jetzt über eine Stunde gewesen. That's a long way down. Jetzt geht's los. It's waiting for me at the bottom. What am I doing here? Why can't I remember anything? Who am I? It's making my damn head hurt. Runter, komm, geh. What was that figure lurking there in the dark? I swear I saw it. And my face? This feels like a nightmare. And I can't wake up. That's gotta be it. A bunch of big questions, no answers. Enough to drive any man a little crazy. The only way out of this cell is down. Down into the dark. Well, here goes nothing. However difficult the path before me will be, I'm ready to leave this damn place. Komm, hau endlich ab! Geh doch! Endlich! Endlich, mein Gott! Endlich! Okay. Oh shit, scheiße, war's das schon? Oh, aber habt ihr gesehen, da ist auch irgendwas mit Monstern oder solchen Sachen. Das sieht aber eigentlich schon ziemlich gut aus. Wobei ich sagen muss, dass die Rätsel jetzt auch nicht gerade einfach zu lösen waren. Rein logisch überlegt, ja, okay, aber wer rechnet damit, so Rechtsklick auf den Briefumschlag zu drücken, um eine Glühbirne zu bekommen? Okay. Ich glaube, das war's. Kommt noch was? Nein, also... Yo, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat die kleine Demo hier zu Utopia Syndrome gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback freuen. Ich werde wahrscheinlich jetzt sehr, sehr, sehr viel schneiden müssen, weil ich auch sehr, sehr, sehr lange für diese Rätsel gebraucht habe. Ansonsten hoffe ich, ihr seid morgen oder übermorgen bei meinem nächsten Projekt auch wieder mit am Start. Über ein nettes Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und haltet die Ohren steif. Euer Nier und ciao.